herzlich willkommen zu unserer 10. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit dem visuellen System, also unserem Sehsinn, beschäftigen. In der letzten Sitzung haben wir unser somatosensorisches System, unser Schmerzsystem kennengelernt, also gelernt, wie wir unseren Körper, wie wir Informationen aus unserer Haut, aus unseren Gelenken und unseren Muskeln wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung in unterschiedlichen Bahnen organisiert ist, um dann in unserem Gehirn, in unserem zentralen Nervensystem registriert zu werden. Heute wollen wir uns eben den nächsten Sinn anschauen, nämlich unseren Sehsinn und auch hier ein ganz ähnliches Programm verfolgen, nämlich die unterschiedlichen Rezeptoren nachzeichnen, die Signalbahnen anschauen, um dann eben herauszufinden, wie denn eigentlich unsere visuelle Wahrnehmung auf Ebene des Gehirns, auf Ebene des zentralen Nervensystems organisiert ist. Dazu schauen wir uns erstmal unsere aufnehmenden Organe, unsere Augen an und hier die Retina mit unseren Sehsinneszellen. Und dann schauen wir uns an, wie läuft denn die Signalbahn von diesen Retinazellen über die Ganglienzellen, über den Thalamus in unseren visuellen Kortex und schauen uns dann an, wie ist denn dieser visuelle Kortex in unserem Okzipitallappen organisiert, wie werden hier unterschiedliche Informationen in parallelen und seriellen Verarbeitungsschritten verarbeitet, um dann am Ende eine Idee von diesem hierarchischen Modell, von dieser hierarchischen Ordnung in unserem visuellen System zu bekommen. Bevor wir anfangen, habe ich Ihnen hier ein interessantes Beispiel mitgebracht, an dem wir herausfinden können, an dem wir sehen können, dass unsere visuelle Wahrnehmung eigentlich eine Rekonstruktion eines nicht sonderlich perfekten Abbildes unserer Umwelt ist. Sie sehen hier auf der linken Seite ein Bild, ein blau-rotes Bild, also einen roten Punkt und einen blauen Kreis drumherum. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, sich zu überlegen, sich anzuschauen, wenn Sie dieses Bild anschauen, haben Sie möglicherweise den Eindruck, dass eine dieser Farben vor der anderen liegt. Überlegen Sie sich mal, welche Farbe liegt hier vorne, welche Farbe liegt hier hinten. Und Sie haben hier möglicherweise den Eindruck, dass der rote Punkt vor dem blauen Kreis liegt. Und das ist eine visuelle Illusion, die darauf beruht, wie unser visuelles System, in dem Fall unser Auge, aufgebaut ist. Und diesen Effekt, diese sogenannte Chromostereopsis, das ist ein ganz altbekannter Effekt, den kennen Sie unter anderem beispielsweise aus der Kunst, aus Kirchenfenstern, diesen transparenten Kirchenfenstern, durch die Licht scheint. Hier wurde ganz lange Zeit eben hier mit blauen und roten Tönen gearbeitet, um hier eben einen Kontrast zwischen Vordergrund und Hintergrund herzustellen. Also hier dieses Beispiel ist aus einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die hier eben schon gezeigt haben, okay, man kann diese unterschiedlichen Farben verwenden, um so einen räumlichen Seheindruck zu erzeugen. Wenn wir uns mit dem visuellen System beschäftigen, müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, was sind denn eigentlich das für Informationen, die wir hier wahrnehmen? Letzte Woche beim somatosensorischen System war das relativ einfach. Da haben wir uns über Druck und Veränderungen auf unserer Haut unterhalten. Beim Sehen ist es ein bisschen komplizierter, denn unser Sehsinn wird von elektromagnetischen Wellen angesprochen, unseren Lichtwellen. Und wenn wir uns dieses elektromagnetische Spektrum anschauen, dann nimmt das für uns sichtbare Licht einen ganz, ganz kleinen Bereich aus diesem Spektrum elektromagnetischer Wellen ein. Und hier haben wir schon eine ganz wichtige Distinktion, wenn wir uns über das Licht unterhalten, nämlich wir können das Licht entweder betrachten als eine Welle, also als eine elektromagnetische Welle mit Eigenschaften einer Welle, wie beispielsweise Frequenz oder Amplitude. Und dabei bestimmt die Frequenz dieser Welle die Farbe. Also unterschiedliche Wellenlängen, unterschiedliche Frequenzen eines elektromagnetischen Spektrums nehmen wir als unterschiedliche Farben wahr. Da haben wir beispielsweise langwelliges Licht,
mit einer langen Wellenlänge, die nehmen wir als beispielsweise rot wahr. Kurzwelliges Licht mit einer kurzen Wellenlänge nehmen wir beispielsweise als blau wahr. Aber wir können uns Licht auch als Teilchen vorstellen, als einzelnes Photon, also als einzelnes geladenes Teilchen, das mit unserem Gewebe, mit unseren Zellen interagiert. Und diese Distinktion zwischen Welle und Teilchen, die müssen wir im Hinterkopf behalten, denn darauf werden wir jetzt im weiteren Verlauf der heutigen Sitzung noch zu sprechen kommen. Wir haben also einen Wellen-Teilchen-Dualismus und den kennen Sie vielleicht noch aus dem Physikunterricht im Kontext der Heisenbergschen Unschärferelation. Wir können bei so einer Welle also nie zwei Dinge gleichzeitig bestimmen. Wir können entweder bestimmen, welche Wellenlänge, also welche Frequenz hat das Licht, oder wir können betrachten, wo befindet sich ein einzelnes Photon. Aber wir können nicht sagen, ein Photon hat eine Wellenlänge, also wir können nicht Ort und Impuls gleichzeitig bestimmen, sondern es ist immer, je nachdem, welchen Anteil unseres Lichtes wir gerade betrachten, haben wir eben hier unterschiedliche Eigenschaften. Schauen wir jetzt aber mal an, wie beispielsweise Licht als Welle mit Oberflächen interagiert. Und das sind Eigenschaften, die haben wir auch bei anderen Dingen. Also wenn wir uns beispielsweise Wellen auf dem Wasser anschauen oder Schallwellen, dann haben diese ganzen Wellen im Grunde ganz ähnliche Eigenschaften. Dieses Licht, diese Lichtwellen, die können mit Oberflächen, mit Gegenständen interagieren. Und diese Interaktion des Lichtes mit der Oberfläche hängt dann von den Eigenschaften des Objektes ab. Da haben wir zum einen die Reflexion, also das Abprallen der Lichtwelle von einer Oberfläche. Das kennen Sie aus einem, wenn Sie einen Spiegel schauen oder eine spiegelnde Oberfläche haben. Diese spiegelnde Oberfläche, die wirft also unsere Lichtwellen zurück. Andersrum haben wir das Konzept der Absorption. Hier haben wir ein Objekt, das die Energie der Lichtwelle aufnimmt. Das kennen Sie im Sommer, wenn Sie im Sommer schwarze Kleidung draußen tragen und diese schwarze Kleidung wird von der Sonne beschienen, dann absorbiert diese schwarze Kleidung die Energie des Lichtes und heizt sich auf, also wird hier warm. Oder das kennen Sie, wenn Sie sich jetzt draußen in die Sonne stellen und Ihnen wird warm, dann absorbiert Ihr Körper die Energie des Lichtes. Und wir haben zu guter Letzt auch die Refraktion. Die Refraktion bedeutet, dass Licht, das auf eine Materie trifft, eine durchscheinende Materie, also eine transparente Materie, wird abgelenkt, wird also hier umgelenkt. Und dieses Umlenken, das ist ein ganz zentraler Teil in der Verschaltung, in der Verarbeitung von Licht in unserem Auge. Und das ist auch wieder die Grundlage, diese Refraktion ist die Grundlage dieses Phänomens, das wir uns eingangs angeschaut haben, nämlich die Grundlage der Chromostereopsis. Diese Grundlage der Chromostereopsis ist, dass Linsen Lichtwellen unterschiedlicher Wellenlänge unterschiedlich brechen. Dieses Bild haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Wir haben hier ein Prisma. Und auf dieses Prisma trifft ein Lichtstrahl und der wird dann aufgeteilt in diese unterschiedlichen Regenbogenfarben, also in die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichtes. Wir haben also eine unterschiedliche Refraktion des Lichtes je nach Wellenlänge. Das heißt, auch in unserem Auge haben wir eine Linse und diese Linse bricht Licht unterschiedlicher Wellenlängen unterschiedlich, was dazu führt, dass beispielsweise rotes und blaues Licht, also sehr lang und sehr kurzwelliges Licht, an ganz leicht unterschiedlichen Orten unserer Retina, also unserer Sehsinneszellen, abgebildet wird. Das heißt, wir haben den Eindruck, wenn wir eine rote und blaue Fläche auf einem Objekt sehen, dann wird diese Wellen, wird dieses Licht, das von den roten und blauen Flächen reflektiert wird, also ausgesandt wird, auf unserer Linse unterschiedlich gebrochen, unterschiedlich refraktiert und damit an unterschiedlichen Orten unserer Retina verarbeitet. Und das führt dazu, dass diese
Bilder, dass diese roten und blauen Flächen, die eigentlich auf der gleichen Ebene sind, von uns subjektiv auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen werden. Also überprüfen Sie es nochmal für sich selber. Nehmen Sie hier diesen roten Punkt und diesen blauen Kreis auf unterschiedlichen Ebenen wahr. Vielleicht müssen Sie auch mal dieses Objekt so ein bisschen verschieben, um diesen Effekt tatsächlich wahrzunehmen. Wir haben jetzt also gesehen, an der Wahrnehmung in unserem visuellen System, da ist Licht beteiligt und dieses Licht muss irgendwie mit unserem Körper interagieren, muss irgendwie mit unserem Organismus interagieren. Und wir wollen jetzt mal genau anschauen, wie dieses Interagieren des Lichtes mit unserem Körper funktioniert. Schauen wir uns dazu erstmal genauer unser Auge an. Unser Auge, das kennen Sie vermutlich noch aus dem Biologieunterricht oder haben Sie vielleicht auch schon in allgemeiner Psychologie gesehen. Das ist so ein rundes Objekt mit einem Glaskörper und dieser Glaskörper wird umschlossen von unterschiedlichen Häuten und vorne an diesem Glaskörper dran sitzt eine Linse, mit der wir Licht brechen. Diese Linse wird umschlossen von unserer Pupille. Diese Pupille, die wirkt so als Blende, also die definiert, bestimmt, wie viel Licht denn hier in unser Auge hineinfällt. Und umschlossen wird unser Auge von der Hornhaut der Kornea. Also sprich, wir haben hier so eine Kugel, die aus mehreren Schichten besteht. Vorne dran die Hornhaut und die Linse. Hinten dran, an der Rückseite unseres Auges, da finden wir die Retina, die Netzhaut. Und in dieser Retina, in dieser Netzhaut, da finden wir unsere photosensitiven Zellen, also unsere Rezeptoren im visuellen System. Und diese Retina, die ist jetzt ein bisschen unintuitiv aufgebaut, nämlich hier sind diese photosensitiven Zellen, die zeigen von dem Licht weg. Die sind also in eine Epithelschicht eingebettet und aus diesen Photorezeptoren, da docken dann Bipolarzellen an und dann wiederum Ganglionzellen, die sich dann zu dem optischen Nerv zusammenfügen. Das heißt, wir haben hier einen Aufbau aus mehreren Zellschichten und das Licht muss durch diese ganzen Zellschichten durchwandern, um dann eben hier die Photorezeptoren aktivieren zu können. Das ist ein eigentlich nicht sonderlich raffinierter Aufbau, sondern eigentlich so ein bisschen unelegant. Und deswegen haben wir auch eine Sehgrube, die sogenannte Fovea, wo diese Zellen so ein bisschen zur Seite gedrückt sind, damit das Licht hier nicht durch diese ganzen Schichten durchlaufen muss, sondern direkter an die Photorezeptoren drankommt. Und diese Sehgrube, die Fovea, das ist der Ort unseres Farbsehens, unseres schärfsten Sehens. Schauen wir uns jetzt mal genau an, wie diese Retina denn aufgebaut ist. Hier sehen Sie zum einen eine mikroskopische Aufnahme, ein Schnitt durch diese Retina. Und da sehen Sie schon, diese Retina ist aus ganz unterschiedlichen Schichten von Zellen aufgebaut. Und daneben sehen Sie mal eine schematische Darstellung von den Hauptzelltypen. Sie sehen hier schon, diese Retina, die ist aus fünf Schichten aufgebaut. Da haben wir zum einen unsere Sehsinneszellen, die sind eben in dieses Epithelium, in diese Epithelschicht in der Retina eingebunden. Diese Epithelschicht, das sind Versorgungszellen, die versorgen also unsere Retina hier mit Nährstoffen, mit all diesen Stoffen, die wir brauchen, um die Zellen am Leben zu halten. Und dann haben wir als nächste Schicht eine Schicht von Zellkörpern, dann haben wir eine Schicht von horizontalen Verbindungen, dann haben wir wieder eine Schicht von Zellkörpern, der Bipolarzellen, die hier Informationen weiterleiten, dann haben wir wieder eine Schicht von horizontalen Verbindungen und dann am Ende unsere Ganglienzellen, die dann eben die Weiterleitung der Informationen aus dem Auge bereitstellen. Schauen wir uns das Ganze mal etwas vereinfacht an. Wir haben also, unsere Retina wird aufgebaut aus fünf Schichten von Nervenzellen. Die erste Schicht, die wichtigste Schicht, sind unsere Photorezeptoren, also eben diese Rezeptoren, die dann tatsächlich auf unsere elektromagnetischen Wellen reagieren. Und die sind eben an der Rückseite der Retina.
Auf der nächsten Schicht haben wir eine Schicht von Horizontalzellen, die eine laterale Verschaltung zwischen unseren Photorezeptoren bereitstellen. Das heißt, wir haben hier also keine direkte Weiterleitung von Photorezeptoren, sondern diese Photorezeptoren, die beeinflussen sich alle gegenseitig. Für die Weiterleitung der Information aus den Photorezeptoren sind dann unsere Bipolarzellen relevant. Und am Ende von diesen Bipolarzellen haben wir nochmal eine Verschaltungsschicht, die sogenannten Amakrinenzellen, die wiederum für eine laterale Verschaltung, also für einen gegenseitigen Einfluss benachbarter Zellen relevant sind, um dann eben am Ende unsere Ganglienzellen zu haben, die dann unseren optischen Nerv bilden, also aus denen dann Informationen über unsere Sehstrahlen zum Thalamus geleitet werden. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn diese Sehsinneszellen, diese Photorezeptoren funktionieren. Wir haben ganz grob zwei Klassen von Photorezeptoren. Das eine sind die Zapfen, auf Englisch Cone genannt, weil die so Zapfen, also Cone, zapfenförmig sind. Das sind diese kurzen, etwas dreieckigen. Die sind für unser Farbsehen zuständig und davon haben wir drei unterschiedliche Klassen. Da werden wir später noch drauf eingehen. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Stäbchen, unsere Rods, die für Hell-Dunkel-Wahrnehmung relevant sind. Und Sie sehen jetzt hier mal zum einen eine schematische Darstellung, wie diese Rezeptoren aufgebaut sind. Da haben wir am Ende von diesen Rezeptoren eben diese Schicht von Einfaltungen, in denen dann tatsächlich dann die photosensitiven Elemente, also die Rezeptoren sitzen. Und dann haben wir einen Zellkern und dann ein Fortsatz, wo dann die synaptischen Endigungen sitzen. Und auf der anderen Seite sehen wir hier eine elektromikroskopische Aufnahme aus der Retina, wo Sie tatsächlich mal sehen, wie denn diese unterschiedlichen Zellen tatsächlich aussehen. Sie sehen da diese Stäbchen, die sind sehr schmal und sehr lang und sehr dicht gedrängt und dazwischen sitzen dann unsere Cones, also unsere Zapfen, die relativ groß und relativ kurz sind. Also die haben eine ganz unterschiedliche Morphologie, diese Zellen hier. Schauen wir uns jetzt mal den Aufbau von diesen Photorezeptoren genauer an. Da sehen wir, dass diese Photorezeptoren aus unterschiedlichen Segmenten bestehen. Diese äußersten Segmente, die sind eingefaltet in Scheibchen, in Disks und in diesen Disks, da finden wir dann die Rezeptoren, also die sensitiven Elemente an einer Nervenzelle. Also hier erfolgt die Umsetzung von elektromagnetische Energie von Lichtwellen in ein elektrisches Signal in der Zelle. Dann haben wir ein inneres Segment, also den Übergang zwischen diesem äußeren Segment und dem Zellkörper. Hier finden wir dann eben sehr viele Mitochondrien. Dann haben wir in der Mitte unseren Zellkörper mit dem Zellkern und am Ende ein kurzes Axon mit einem synaptischen mit einer synaptischen Endigung. Also hier werden dann Neurotransmitter freigesetzt. Das sind hier sogenannte sekundäre Sinneszellen. Wir haben zwar hier ein Axon, also einen kurzen Fortsatz, der in einer synaptischen Endigung endet, aber hier werden keine Aktionspotenziale transportiert, sondern hier kommt es nur zu Veränderungen an dem Membranpotenzial. Und auf diese Veränderungen im Membranpotenzial hin werden dann Neurotransmitter ausgeschüttet, die dann an der nächsten Verschaltungsstelle an den Bipolarzellen Aktionspotenziale auslösen. Also hier die Photorezeptoren an sich erzeugen keine Aktionspotenziale, sind also sekundäre Sinneszellen. Und diese unterschiedlichen Zellen, Zapfen und Stäbchen, die sind relevant für unterschiedliche Seheindrücke. Ich hatte schon erwähnt, dass wir unsere Zapfen, mit denen nehmen wir unterschiedliche Farben wahr. Die sind vor allem relevant im hellen Zustand, also wenn wir sehr viel Licht bekommen, im sogenannten photopischen Sehen. Dabei führt eine Verschaltung zwischen Stäbchen und Zapfen dazu, dass bei Helligkeit, bei dem photopischen Sehen, die Zapfen die Stäbchen aktiv hemmen, also hier über diese verschaltenden amakrinen Zellen
einen hemmenden Einfluss auf die Stäbchen auswirkt. Andersrum in Dunkelheit, wenn es dämmernd wird, wenn es etwas dunkler wird, dann haben wir das sogenannte skotopische Sehen. Und bei diesem skotopischen Sehen, da sind dann eben diese Stäbchen ganz relevant, wo es dann darum geht, Hell-Dunkel-Unterschiede wahrzunehmen. Also erst wenn die Hemmung aus den Zapfen wegfällt, werden die Stäbchen aktiv. Also erst wenn es dunkel wird, wenn das Licht die Lichtmenge abnimmt, werden diese Stäbchen tatsächlich aktiv und hier nehmen dann eben hier Hell-Dunkel-Unterschiede wahr. Diese Stäbchen und Zapfen, die sind auch nicht überall auf der Retina gleich verteilt. Da kommen wir später auch noch dazu. Also diese Zapfen, die finden wir hauptsächlich in der Fovea. Das heißt, diese gegenseitige Hemmung, die passiert auch nur da, wo wir beide Arten von Photorezeptoren haben. Also in der Peripherie, außerhalb unserer Fovea, da haben wir nur Stäbchen. Da haben wir natürlich auch dann diese laterale Hemmung aus den Zapfen auf die Stäbchen nicht. Das heißt, in unserer Peripherie sehen wir hauptsächlich Hell-Dunkel-Unterschiede. Schauen wir uns jetzt mal an, wie denn eigentlich an so einem Photorezeptor das Licht, also die Lichtwelle, diese elektromagnetische Welle, in ein Membranpotential übersetzt wird. Das Interessante dabei ist, dass diese Photorezeptoren im Ruhezustand, wenn es also dunkel ist, dann feuern die. Dann sind die also aktiv. Das heißt, im Dunklen, im Ruhezustand sind diese Zellen depolarisiert. Das heißt, hier sind diese Zellen aktiv. Im Dunkelzustand entlassen diese Zellen also zum Beispiel Glutamat. Wir sind hier bei den Stäbchen. Im Dunklen sind diese Zellen im Ruhezustand und entlassen Glutamat als Neurotransmitter. Und wenn jetzt ein Teilchen, ein Lichtteilchen auf unseren Photorezeptor trifft, dann hyperpolarisiert diese Zelle. Das heißt also, unser Lichtteilchen trifft also auf unseren Photorezeptor, aktiviert unseren Sehfarbstoff, unser Rhodopsin. Und diese Aktivierung des Rhodopsins führt dazu, dass sich Natriumkanäle schließen. Das heißt hier, Natriumkanäle schließen sich, unsere Zelle hyperpolarisiert also und durch diese Hyperpolarisation wird die Glutamatfreisetzung reduziert. Das heißt, wenn wir uns das Membranpotential an so einem Photorezeptor anschauen, dann ist dieses Membranpotential im Ruhezustand bei etwa 0 Mikrovolt, also ist also in einem depolarisierten Zustand. Und wenn jetzt hier Licht auf diesen Photorezeptor trifft, dann aktiviert dieses Licht unseren Sehfarbstoff und löst eine Signalkaskade aus, dass hier Ionenkanäle sich schließen und dieses Membranpotential von 0 Mikrovolt ins Negative, also ins Hyperpolarisierte geht. Und dann eben, wenn dieser Lichtreiz wegfällt, dann depolarisiert diese Nervenzelle langsam wieder. Und Sie sehen, das passiert sowohl bei unseren Rods, als auch bei unseren Cones, also bei unseren Stäbchen, bei unseren Zapfen, aber eben hier ganz wichtig, auf unterschiedlichen Zeitskalen. Also wenn Sie hier mal die Abbildung anschauen und die X-Achse anschauen, da haben wir Zeit in Sekunden und dann sehen Sie schon, wir haben hier unterschiedliche Zeitskalen. Dass also hier die Signalveränderung an unseren Zapfen, an unseren Farbsehsinneszellen, die passiert unglaublich schnell. Da sind wir im Millisekundenbereich, also im Bereich von wenigen Millisekunden wird hier diese Zellmembran hyperpolarisiert. Andersrum bei den Stäbchen, da haben wir einen deutlich langsameren Verlauf des Membranpotentials im Bereich von Sekunden. Also hier haben wir auch eine relativ schnelle Hyperpolarisation, die aber lange anhält. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Seheindrücken eine unterschiedliche zeitliche Auflösung. Wir können also Farben deutlich schneller unterscheiden als Schwarz-Weiß-Helligkeitsunterschiede. Und das kennen Sie vermutlich auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. Wenn Sie beispielsweise aus einem hellen Raum in einen dunklen Raum kommen, dann dauert es eine ganze Zeit, bis sich Ihre Augen an diese unterschiedlichen Helligkeiten angepasst haben.
Und das liegt eben daran, dass wir hier eine unterschiedliche Latenz, eine unterschiedliche Zeitskala der Anpassung an diese unterschiedlichen Umgebungen haben. Schauen wir uns das nochmal genauer an, wie wir jetzt eigentlich ein Lichtteilchen in eine Hyperpolarisation an der Zellmembran so einer Sehsinneszelle umsetzen. Also schauen wir uns die Signaltransduktion an. In der Dunkelheit, also im Ruhezustand, haben wir eine Depolarisation. Hier hält zyklisches GMP, also CGMP, hält hier Natrium- und Calciumkanäle offen. Hier können also positiv geladene Teilchen frei wandern, können also ins Zellinnere einlaufen und halten so die Zelle depolarisiert. Und jetzt scheint ein Lichtstrahl auf unsere Sehsinneszelle, also ein Lichtteilchen trifft jetzt auf unsere Sehsinneszelle und dieses Lichtteilchen, dieses Photon, wird jetzt von unserem Rhodopsin absorbiert. Da haben wir schon wieder dieses Konzept Absorption, also die Energie dieses Lichtteilchens wird jetzt hier von einem Stoff aufgenommen und diese Aufnahme, diese Energie führt zu einer Änderung, einer Strukturveränderung an unserem Rhodopsin, an unserem Retinal. Dieses Rhodopsin zerfällt dann in Metarhodopsin 2 und dieses Metarhodopsin 2 löst dann eine Signalkaskade aus. Also wir haben hier nochmal in der Zellmembran, da sitzt unser Rhodopsin, mit R abgekürzt. Da kommt jetzt ein Lichtstrahl drauf, hier kommt es zu einer Strukturveränderung und damit lösen wir eine intrazelluläre Signalkaskade aus. Das ist eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade, also denken Sie wieder an die metabotropen Rezeptoren und dieses G-Protein aktiviert dann eben eine intrazelluläre Signalkaskade, aktiviert hier PDE, Phosphodiesterase und dieses Phosphodiesterase, die baut das CGMP ab. Dieses CGMP ist dann nicht mehr vorhanden und damit schließen sich unsere Natrium- und Calciumkanäle und damit kommt es dann eben zu einer Hyperpolarisation an unserer Nervenzelle. In der Dunkelheit wird aus der Zelle Calcium freigesetzt. Wir haben Calciumspeicher in der Zelle und diese Freisetzung von Calcium führt dann wieder zur Synthese von CGMP und dann haben wir CGMP wieder vorhanden und unsere Natrium- und Calciumkanäle können sich wieder öffnen. Ganz wichtig, dieses Rhodopsin, das wird gebildet aus zum einen Opsin und zum anderen 11-cis-Retinal und dieses 11 und dieses Retinal, das müssen wir aufnehmen über unsere Nahrung, über beispielsweise Vitamin A. Also sprich, das ist ein Stoff, den müssen wir tatsächlich über unsere Nahrung aufnehmen. Bei Vitaminmangel kann es also hier zu Veränderungen, zu Eintrübungen, Einschränkungen im Sehsinn kommen. Dieser Sehfarbstoff, der ist in den Zapfen und Stäbchen auch leicht anders. Also in den Stäbchen, in den Rods, da haben wir immer Opsin und 11-cis-Retinal. In den Zapfen, da haben wir Idopsin und Retinal. Aber Retinal, dieser Stoff, der ist immer auf jeden Fall dran beteiligt. Und dieses Retinal, das ist eben der Stoff, der tatsächlich hier diese Energie aufnimmt, der dann eben zerfällt und hier für diese Signalkaskade schlussendlich relevant ist. Jetzt haben wir an unseren Sehsinneszellen ein Photon aufgenommen. Dieses Photon hat zu dieser Aktivierung von dieser G-Protein gekoppelten Signalkaskade geführt. Jetzt haben wir also unsere Sehsinneszelle hyperpolarisiert und damit haben wir jetzt den Glutamat-Ausstoß an den Sehsinneszellen unterbrochen. Und jetzt müssen wir dieses Signal, diese Reduktion der Aktivierung irgendwie weiterleiten. Und da kommen jetzt unsere Bipolarzellen ins Spiel. Ich habe Ihnen hier mal eine Abbildung gebracht, damit Sie sehen, diese Bipolarzellen, die kommen in ganz, ganz unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt so eine prototypische Bipolarzelle, die eben in der Mitte einen Zellkern hat und an beiden Enden ein Axon. Und diese Bipolarzellen, die sind relevant eben
für die Weiterleitung von Informationen aus den Photorezeptoren an die Ganglien. Und das machen die aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Denn wir haben hier ganz grob zwei unterschiedliche Klassen von Bipolarzellen. Und wir unterscheiden diese Klassen von Bipolarzellen anhand ihrer synaptischen Verbindungen. Bei diesen Bipolarzellen haben wir zum einen flache oder nicht invaginierende oder off-Zellen und auf der anderen Seite invaginierende oder on-Bipolarzellen. Und Sie sehen schon, wir haben hier unterschiedliche Arten, wie diese Bipolarzellen Informationen weiterleiten. Bei den flachen, bei den nicht invaginierenden Bipolarzellen wird das Signal von den Photorezeptoren ohne Veränderung einfach direkt weitergegeben. Wir haben hier in Dunkelheit eine Erregung, eine Depolarisation unseres Photorezeptors, die zu einer Glutamatausschüttung führt. Und diese Glutamatausschüttung, die führt jetzt zu einer Depolarisation dieser Bipolarzellen und andersrum in Helligkeit, da haben wir einen Verlust von dieser Erregung, das führt zu einer Hyperpolarisation. Also Glutamat, unser erregender Neurotransmitter, führt entweder an diesen Bipolarzellen zu einer Depolarisation in Dunkelheit oder in Helligkeit dann zu einer Hyperpolarisation. Also genau wie wir es auch an den Sehsinneszellen haben, da haben wir auch bei einem Lichteinfall eine Reduktion der Aktivität, also eine Reduktion der Neurotransmitterausschüttung. Genauso haben wir an den Bipolarzellen, an den nicht invaginierenden, an den flachen Bipolarzellen bei Helligkeit eine Hyperpolarisation, also ein Verlust der Erregung. Und das funktioniert über ionotrope Rezeptoren. Also ganz zentral sind hier die Rezeptoren an den Bipolarzellen, auf die unser Glutamat wirkt. Auf der anderen Seite haben wir unsere invaginierenden Bipolarzellen oder On-Cells. Hier wirkt das Glutamat aus den Photorezeptoren hemmend. Die sind also im dunklen Zustand in einem hyperpolarisierten Zustand. Also im dunklen Zustand wird an so einen Photorezeptoren Glutamat ausgeschüttet, aber dieses Glutamat wirkt an den Bipolarzellen hier hemmend. Diese Bipolarzellen werden also hyperpolarisiert. Andersrum, wenn hier im Helligkeitszustand ein Photon unseren Photorezeptor erregt, dann fällt dieser Verlust der Hemmung, führt hier zu einer Depolarisierung, also einer Erregung. Wir haben also hier genau den gegenteiligen Prozess. Und diese On-Cells, also diese invaginierenden Bipolarzellen, die werden aktiviert über metabotrope Rezeptoren. Also wir haben hier unterschiedliche Rezeptorklassen an den Bipolarzellen, die definieren, ob so eine Bipolarzelle entweder die Hyperpolarisierung, also diese Reduktion der Erregung aus den Photorezeptoren weitergibt oder aus der Reduktion der Erregung eine Erregung macht, also hier das Signal umkehrt. Schauen wir uns diese Signalverarbeitung mal nochmal genauer an. Hier in diesem Schema sehen Sie eben die Weiterleitung von Informationen von den Photorezeptoren über die Horizontalzellen, Bipolarzellen, Amakrinzellen bis dann hin zu den Ganglienzellen. Und Sie sehen hier an diesen unterschiedlichen Pfeilen, wie sich hier unterschiedliche gegenseitige Einflüsse verschaltet werden. Ganz wichtig hier sind die Farben. Also Sie haben auf der einen Seite rote Pfeile und diese roten Pfeile, die definieren hier die Sign Preserving, also die Vorzeichen erhaltende Verschaltung. Das heißt, hier im hellen Zustand, wenn also ein Lichtteilchen auf meinen Photorezeptor trifft, dann führt dieses Lichtteilchen dazu, dass unser Photorezeptor hyperpolarisiert, also die Erregung reduziert wird. Und diese Hyperpolarisation, also diese Reduktion der Erregung, wird entlang dieser nicht invaginierenden Bipolarzellen einfach
direkt weitergeben. Das ist hier dieser Pfad, den Sie hier so in blau-lila schattiert sehen. Das ist diese Off-Weiterleitung. Also hier führt eine Absorption eines Photons in unserem Photorezeptor zu einer Reduktion der Signalweitergabe. Auf der anderen Seite haben wir unsere invaginierenden Kontakte, also hier eine Signalumkehr bereiten. Das heißt, die sehen wir hier in diesen grauen Pfeilen. Der Pfad ist hier so mit gelb unterlegt. Und da sehen wir, dass eine Aktivierung unseres Photorezeptors hier führt dann eben zu einer Reduktion unserer Glutamatausschüttung aus dem Photorezeptor. Aber diese Ausschüttung von Glutamat führt eben zum Wegfall einer Hemmung, also führt zu einer Erregung der Bipolarzellen. Und diese Erregung der Bipolarzellen wird dann weitergegeben. Wir haben hier also sogenannte On-Zellen, also hier aktivierende Zellen. Das Ganze ist eben hier relativ komplex untereinander verschaltet. Und hier haben wir eben auch eine Verschaltung zwischen Zapfen und Stäbchen, die sich hier eben gegenseitig beeinflussen. Und diese gegenseitige Beeinflussung erfolgt eben hier über die Horizontalzellen und die Amakrinzellen eben auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, wenn wir uns jetzt unsere weiterleitenden Nervenzellen anschauen, also unsere Bipolarzellen und Horizontalzellen und Ganglienzellen, dann können wir für jede von diesen Zellen ein rezeptives Feld definieren. Das rezeptive Feld eines Photorezeptors ist relativ einfach erklärt. Das ist der Bereich unseres Photorezeptors, der durch ein Photon aktiviert wird, also die Oberfläche dieser scheibchenförmig eingefalteten Zellmembran am äußeren Segment unseres Photorezeptors. Das ist der rezeptive Bereich, das rezeptive Feld unseres Photorezeptors. Und jetzt verschalten diese Rezeptoren auf Bipolarzellen. Und diese Verschaltung, die ist nicht unbedingt immer 1:1. Also wir haben in unserer Fovea, in unserer Sehgrube, da haben wir teilweise eine 1:1 Verschaltung, dass also hier ein Photorezeptor über eine Bipolarzelle verschaltet wird. Aber in der Regel haben wir hier laterale Verbindungen über die Bipolarzellen. Das heißt, an so einer Bipolarzelle, da konvergieren ganz, ganz viele Informationen von ganz, ganz vielen Photorezeptoren. Und durch diese laterale Hemmung können wir dann definieren, welchen Bereich unserer Retina eine Bipolarzelle versorgt. Also eine Bipolarzelle bekommt Informationen aus einem relativ großen Bereich unserer Retina. Das heißt, das rezeptive Feld dieser Bipolarzelle ist ein ganz bestimmter Bereich aus unserer Retina. Und aufgrund von der Verschaltung, die wir gerade kennengelernt haben, anhand von diesen invaginierten und nicht invaginierten Kontakten, können wir diese rezeptiven Felder dann in On- und Off-Center und On- und Off-Surrounding rezeptive Felder unterteilen. Je nachdem, welche Verschaltung wir hier vorfinden. Und genauso wird diese Information dann auch an die Ganglienzellen weitergeschaltet, sodass wir auch auf Ebene der Ganglienzellen dann sagen können, eine so eine Ganglienzelle hat ein rezeptives Feld, das sich zusammensetzt aus beispielsweise einer Erregung in der Mitte und einer Hemmung drumherum oder andersrum einer Hemmung in der Mitte des rezeptiven Felds und einer Erregung am Rand des rezeptiven Feldes. Ganz zentral dabei ist eben die Verschaltung an diesen Bipolarzellen aufgrund der invaginierenden oder nicht invaginierenden Bipolarzellen basierend auf den unterschiedlichen Rezeptoren, also hier bei den nicht invaginierenden, bei den sign-preserving, also bei den Vorzeichen erhaltenen Verknüpfungen, unsere ionotropen Rezeptoren, auf der anderen Seite bei den Vorzeichen invertierenden, bei den invaginierenden Kontakten, unsere metabotropen Rezeptoren. Und diese rezeptiven Felder, die sind ganz zentral für unsere räumliche Wahrnehmung. Denn unser Retina ist ja aufgebaut aus nebeneinander liegenden Photorezeptoren. Diese nebeneinander liegenden Photorezeptoren werden jetzt verschaltet auf Bipolarzellen und dann auf weniger Ganglienzellen. Wir haben also hier so einen konvergenten Prozess, dass hier Information zusammengefasst wird. Das heißt,
auf unserer Retina finden wir nebeneinander liegende rezeptive Felder der nachgeschalteten Neuronen. Und aus der Größe der rezeptiven Felder können wir jetzt errechnen oder können wir jetzt bestimmen, wie fein eigentlich unsere räumliche Auflösung ist. Stellen wir uns räumliche Auflösung also mal als Hell-Dunkel-Kontraste wahr. Sie sehen es hier an diesem Bild. In diesem Bild sehen Sie unterschiedliche Streifen von hell und dunkler, von hellen und dunklen Streifen, also schwarze und weiße Streifen. Sie haben also hier so ein Wechsel von Schwarz und Weiß. Und je nachdem, wie groß jetzt Ihre rezeptiven Felder sind, können Sie unterschiedliche sogenannte Raumfrequenzen wahrnehmen. Also einen unterschiedlich schnellen Wechsel von hell zu dunkel wahrnehmen. Und ganz interessant dabei ist, dass diese Wahrnehmung abhängt von Helligkeit. Also im Hellen, da haben wir unser photopisches Sehen über unsere farbsensitiven Zapfen. Und diese farbsensitiven Zapfen, da haben wir eben eine sehr direkte Verschaltung, da haben wir also sehr kleine rezeptive Felder. Da können wir also schnelle Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen hellen und dunklen Streifen wahrnehmen. Je schwächer der Kontrast wird und je dunkler unser Bild wird, desto relevanter werden hier die Stäbchen. Und diese Stäbchen, die haben eher große rezeptive Felder. Und bei diesen großen rezeptiven Feldern können wir keine solchen schnellen Wechsel in der im Hell-Dunkel-Bild wahrnehmen. Da haben wir also dann nur so eine Mittelung über das rezeptive Feld hin. Da können wir also feine Details nicht so gut unterscheiden. Auch das können Sie mal bei sich selbst ausprobieren, wenn Sie mal nachts oder abends, wenn es leicht dämmernd wird, rausgehen und versuchen, draußen im Dunkeln ein Buch zu lesen. Dann haben Sie vermutlich Schwierigkeiten, die einzelnen Buchstaben zu unterscheiden, denn dieser Hell-Dunkel-Wechsel von Buchstaben, der ist einfach zu klein, als dass die rezeptiven Felder, die relativ großen rezeptiven Felder Ihrer Stäbchen, diese Unterschiede noch abbilden können. Und Sie sehen es hier eben an dieser Abbildung, den Verlauf von dieser Hell-Dunkel-Wechsel in unterschiedlichen Kontrastbereichen. Im unteren Bereich, wo wir einen sehr starken Kontrast haben, da können wir eben sehr, sehr feine Unterschiede wahrnehmen. Und je weniger kontrastreich dieses Bild wird, desto schwieriger wird es hier, Kontraste wahrzunehmen. Ganz zentral dabei ist hier eben diese Art von diesen rezeptiven Feldern und wie hier eben unterschiedliche Informationen miteinander verschaltet wird. Und diese Verschaltung, diese unterschiedlichen Informationen, die ist auch relevant bei der Farbwahrnehmung. Dieses Bild, das kennen Sie vielleicht. Kam vor ein paar Jahren, ging das mal durch die sozialen Medien rauf und runter mit der großen Frage, ist dieses Kleid hier schwarz-blau oder ist es gold und weiß? Jetzt können Sie sich mal überlegen, Sie kennen das Bild vielleicht. Was sehen Sie auf diesem Bild? Sehen Sie hier ein schwarz-blaues Kleid oder ein weiß-goldenes Kleid? Und diese Wahrnehmung von diesen Farben, die beruht eben auch wieder auf dieser relativen Aktivierung von nebeneinander liegenden Rezeptoren auf unserer Retina. Zentral hierbei ist das Konzept der sogenannten Farbkonstanz. Wenn wir uns beispielsweise dieses Bild anschauen, einmal ein schwarz-blaues Kleid, einmal ein gold-weißes Kleid, und wir schauen uns die relativen Farben an, dann sehen wir hier beispielsweise, wenn wir uns auf das Kleid beschränken, dass wir dieses Kleid, diese Farbe des Kleides, die objektiv die gleiche Farbe ist, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich wahrnehmen. Zentral für diese Farbkonstanz ist die sogenannte Young-Helmholtz-Theorie der Farbwahrnehmung. Und diese Young-Helmholtz-Theorie der Farbwahrnehmung basiert auf der Beobachtung, dass wir unterschiedliche Zapfen haben, die relevant sind für die Wahrnehmung unterschiedlicher Farben. Und diese unterschiedlichen Farben, die nehmen wir auf Ebene der Retina zwar als absolute Aktivierung der einzelnen Zapfen wahr, aber hier ganz zentral ist hier die gemeinsame Aktivierung, also auch, was wird hier als Grundfarbe angenommen. Das heißt, wir nehmen Farben unterschiedlich wahr in unterschiedlichen Kontexten. Und diese Illusion, diese Veränderung der Farbwahrnehmung basiert darauf, welche Annahme Sie treffen, was denn die Grundfarbe dieses Bildes ist. Beispielsweise unser Tageslicht ist
relativ blau, hat also einen relativ starken, niedrigwelligen Anteil. Andersrum, wenn wir abends einen Sonnenuntergang sehen, dann wird dieses Abendlicht verändert, das Farbspektrum hin zu langwelligem Licht. Und das haben Sie vielleicht schon mal beobachtet, dass Farben tagsüber und abends anders wirken, weil das Umgebungslicht sich ändert. Und das ist genau das, was hier bei diesem Farbphänomen passiert. Wir haben also unterschiedliche Annahmen darüber, was für eine Grundfarbe dieses Bild hat. Und relativ zu dieser Grundlage, dieser Grundannahme, interpretieren wir die Aktivierung unserer unterschiedlichen Rezeptoren, unserer unterschiedlichen Sehsinneszellen unterschiedlich. Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Vorlesung zum visuellen System. Jetzt im weiteren Verlauf, im zweiten Teil, werden wir uns dann genauer anschauen, wie eigentlich die Information aus unserer Retina über den Thalamus in unseren visuellen Kortex gelangt.